Ich denke, als er da wird, ist noch nichts entschieden vom letzten Springer. Richard Freitag, der junge Deutsche, war 15. hier beim Einzelbewerb. Er kommt gut zurecht mit der Chance und war jetzt auch sehr gut. Hervorragend! Wow! Das war über 130. Na, den taugt es da. Der ist auch nicht zu Unrecht aufgestellt worden auf der Großschanze. Da super Trainingsleistungen gebracht, einen guten Wettkampf geliefert, dadurch auch ins Team gekommen und da zeigt das heute wieder. 132 Meter, weitester Sprung bis jetzt in dieser Konkurrenz für den Mann, der nur die Hälfte des Weltcups mitgemacht hat und da gerade einmal 13. geworden ist. Aber hier bei dieser WM hat er sich hervorragend eingefügt in die Mannschaft von Werner Schuster. Naja, die springen gut da.